wir werden in den Stadien ausgegrenzt, wir werden diskriminiert. Das konnte man nie einem Menschen erzählen, der entweder aus der Minderheitsgesellschaft kommt oder auch nicht. Und eben gerade die Schwulen und Lesben haben die Begrifflichkeiten verstanden, andere Kooperationspartner, wie eben TuS Maccabi oder Avital, die haben es auch verstanden, was wir meinen, wenn wir sagen, wir werden diskriminiert. Und so ist einfach die zaghaften Versuche gekommen mit einer Konferenz. Zuvor war Come Together Cup, das muss man immer wieder erwähnen, mit einer gemeinsamen Konferenz bei uns im Club und dann eben Respekt Games jedes Jahr und darauf freuen wir uns. Dankeschön. Bitte.